Hi Friends. Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin da. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute nicht alleine, denn actually bin ich gestern ziemlich doll auf die Nase gefallen. Das stimmt. Und zwar ist mein Arm komplett blau. Ich kann ihn nicht heben, ich kann ihn nicht bewegen. Ihr habt schon ganz, ganz viele tolle Nachrichten geschrieben. Und deswegen haben ganz, ganz viele gesagt, lass dich doch einfach von Dandy schminken. Und welchen besseren Zeitpunkt als Karneval gibt es, um ein Makeover von Dandy zu kriegen? Ja, weil ich mich zum Clown mache. Mich oder dich? Ich mache mich schminktechnisch zum Clown und ich mache mich vom Make-up vielleicht zum Clown. Ich weiß es noch nicht, Freunde, was es wird, aber ich glaube, es wird ganz wild. Es wird bestimmt wild, es wird bunt. Ich lasse alles über mich ergehen und gebe... Alles? Alles. Dann machen wir die Kamera jetzt aus. Und lasse so ein bisschen, ja, meinem Arm Ruhe. Am Mittwoch gibt es selbstverständlich wieder, wenn alles klappt, ein Video von mir mit einer krassen neuen Review. Also falls du das nicht verpassen willst, solltest du den Kanal jetzt abonnieren. Und wenn du schon mal dabei bist, dann kannst du auch gerne mal bei Dandy vorbeischauen. Aber wir wollten dir noch was anderes zeigen. Und zwar... Ja, aber halt mal. Ja, erstmal müssen wir mal ein bisschen Werbung für mich machen. Ja, da bin ich ja gerade dabei. Kommt mal gerne auf meinen Kanal, Freunde. Wenn ihr mich abonniert, habt ihr ganz, ganz viele Videos, auch von Maxim. Denn da ist alles Backstage. Genau. Also auf Dandys Kanal seht ihr eigentlich im Prinzip auch nur mich mit ihm. Eigentlich bin ich auch gar nicht da. Eigentlich ist da nur Maxim. Kommt und einfach vorbei, Freunde. Und wir nehmen euch so ein bisschen mit und in unserem Privatleben. Hier ist ja wirklich eher so Beauty-lastig. Auf Dandys Kanal seht ihr das, was wir... Den Familienvlog. Den Familienvlog-Channel. Wo wir aber schon dabei sind, wollte ich dir noch mal ganz kurz zwei Sachen zeigen. Mir? Dir. So. Der Zuschauerin oder dem Zuschauer. Dir. Ja, dir. Genau. Und zwar, falls ihr hier neu seid, habt ihr es vielleicht noch nicht mitbekommen. Aber ich habe vor einigen Monaten, schon vor 2 Monaten, ein Buch rausgebracht über seinen... mein Arm. Über seinen Verlag. Das ist mein Buch Face Art. Und in diesem Buch kannst du deine Make-up-Looks planen. Ich zeige dir mal ganz kurz, wie das aussieht. Du hast hier einige Seiten drin, wo du deinen Look aufmalen kannst. Du kannst mit ganz normalem Make-up auf diesem Papier arbeiten und kannst gleichzeitig die Produkte draufschreiben, die du verwendet hast. So kannst du dir entweder auch in der aktuellen Zeit einfach ein bisschen Zeit für dich nehmen. Ich finde, das ist so ein bisschen was wie Mandala malen. Oder wenn du in meinem Video einen Look siehst, der dir gefällt, kannst du ihn hier auf dem Papier schon mal üben und schauen, ob er dir gefällt. Und du kannst ihn dann am nächsten Tag mitschminken. Des Weiteren habe ich dir auch ganz, ganz viele Aufgaben gestellt, dass du einfach noch so ein paar kleine Tipps und Tricks lernen kannst. Denn aber keine Matheaufgaben. Keine Matheaufgaben. Mathe können wir nicht so. Nee, können wir wirklich nicht. Es macht ultra viel Spaß und ich verlinke dir das einmal unten. Es ist bei ihm im Verlag zu kaufen. Und vielleicht, wenn ihr schon da seid, gibt es noch etwas, was wir ganz neu gemacht haben. Und das ist auf euren Wunsch entstanden. Und zwar haben wir ein Kochbuch rausgebracht. Da stehen ganz, ganz tolle Rezepte von mir, uns, von dir. Auf meinem Kanal kochen wir auch manchmal. Und wir haben hier ganz viele tolle Rezepte von uns, von unserer Familie reingemacht. Und ganz viele von euch haben das auch schon und haben ganz tolles, positives Feedback dazu geschrieben. Und wir haben es euch ganz, ganz einfach gemacht, euch die Rezepte dort anzuschauen. Ihr könnt euch dort auch Notizen machen. Das wollte ich gerade sagen. Ihr habt nämlich die Möglichkeit, bei jedem Rezept euch kleine Notizen hier zu machen und eure Lieblingsrezepte, die wir auf unserem Kanal zum Beispiel gezeigt haben, sogar in den hinteren 10 Seiten einzutragen. Freunde, so viel Kochen, so viel Liebe gab es noch nie, alles auf www.pelletierverlag.de zu erhalten. So. So, jetzt muss ich einmal ganz Werbung kurz... vorbei. Uns gibt es jetzt schon so lange, ja, oder? Ja, uns gibt es schon so lange und du hast schon so viele Videos hier bei mir gemacht. Gar nicht. Doch. Kann ich verlinke nicht mal an einer Hand abziehen, so oft wie ich auf deinem Kanal. Naja, aber ihr gönnt mir das hier immer nicht. Hier aber die waren sehr lustig. Ich verlinke euch die Videos einmal unten, da könnt ihr mal vorbeischauen. Ja, da hat sich der Dicke sehr lustig gemacht. Ich habe mich auch einmal sehr lustig gemacht, als ich dich geschminkt habe. Okay, Freunde, wir sind bereit. Seid ihr bereit? Lasst Dandy auf jeden Fall schon mal ein Liebes-Like da, damit er sich freut. Ich war ganz nervös hier mit dem kleinen Liebes-Like. Ihr könnt jetzt einmal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, was Dandy schminkt. Haltet dazu das Video einmal an und ihr könnt selbstverständlich auch in diesem Video die Emojis sehen. Weißt du schon, was du schminkst? Nein. Das, was ich schminke, erinnert mich an eine Situation damals. Ihr müsst euch das so vorstellen. Früher war ich ein etwas kräftigeres Kind, ja, noch dicker als heute, und hatte Locken. Und in dieser Situation haben mich die Menschen früher öfter für ein Mädchen gehalten. Und es gab speziell für Mädchen im Zirkus eine Attraktion, wo man sich schminken lassen konnte. Ja. Und da habe ich diesen Vorteil genutzt mit meinen langen Locken, bin ich wie Thomas Gottschalk in diesen, kleinen Schminkshop gegangen und habe aus mir eine Tigerkatze machen lassen. Mhm. Und das mache ich heute mit dir. Okay. Das war die Pointe dazu. Ich weiß nicht, ob man das sofort verstanden hat. Was brauchst du? Tigerfarben. Ne, ich habe weiß, ich habe hier braun, ich habe schwarz. Mhm. Was brauchst du denn noch? Ja, ich brauche, also ich werde... Oder willst du mich gelb malen? Aber das deckt nicht. Nee, wir machen ja keine Simpsons. Mhm.
Nee, ich würde ganz gerne, dass wir eine Tigerkatze machen, aber ich glaube, wir brauchen erstmal eine Foundation und das muss, glaube ich, erstmal alles weiß sein, oder? Also jetzt weiß? Weiß ich nicht. Werde ich ein Schneetiger? Eine Schneekatze. Eine Schnee. Dann habe ich hier, habe ich extra eben noch besorgt. Oh nein, mein Gott, wo hast du denn das her? Was für ein Zufall. Das ist Clownweiß. Das? Warning. Wenn Warning auf dem Produkt drauf steht, ist immer schon immer schlecht. Warnhinweise, da stehen sogar mehrere Warnung, Hinweise. Please keep the packaging... Lies doch auf Deutsch, steht da drum. Achso, Warnhinweise. Diese Verpackung mit allen Informationen aufbewahren. Da ist doch keine Verpackung dabei. Vielleicht gibt es da eine Packungsbeilage. Ich nehme hier von der Firma Joffria das Clownweiß und nehme dazu den... hast du den Grundsatz gehört? Ja. Und nehme dazu den Pinsel von der Firma BH Cosmetics. Und der Bella. Pinselgröße 54. Ich habe geraten, weiß ich nicht. Pinsel 2 aus dem Mrs. Bella Pinsel Set. Ich gehe mit dem BH Cosmetics Pinsel einen Hauch in die Pinsel-Clown-Farbe rein, Clown-Weiß. Mhm. Ich glaube, du brauchst sehr viel davon. Ja, glaube ich auch. Deswegen gehe mir ein bisschen fester rein und gehe damit über deine seidenzarte Haut. Fang hier auf der rechten Seite an. Nein, ich fange. Da sieht man sie ja nicht. Ach, ja. Ich mache jetzt wieder den Make-up-Artist-Move. Hauptsache ist das genau meine Farbe. Mach mal dieses Auge zu. Hauptsache ist genau das meine Foundation-Farbe, die ich sonst immer habe. Weiß? Ja, passt nicht. Mhm. Was denn? Was denn? Ich habe mich aus dem Augenwinkel gesehen. Ist doch süß. Soll ich den Mütze ein bisschen höher ziehen? Ja. Okay, Freunde. Ich bin gespannt, wie das Ganze aussehen wird, denn die macht jetzt erstmal hier Clownweiß. Also, weiß wird es erstmal aussehen. Machst du auch... Was? Das Problem, was ich jetzt sehe, so ganz... Du siehst gerade gar nichts, weil die Augen zu sein sollen, mein Schatz. True. Das Problem, was ich erahne, ist, wisst ihr, warum ich mich die letzten 3 Tage auch nicht so viel bei Instagram gemeldet habe? Weil ich mich auch nicht so richtig schminken kann. Beziehungsweise, schminken würde vielleicht gerade so noch gehen. Ich kann mich aber nicht abschminken mit einer Hand. Du musst es lieben. Und die Lippen auch? Ja, ja, auch die Lippen. Muss ja alles weiß sein. Das ist ja erstmal meine Foundation. Und mit der arbeite ich dann gleich weiter. Es riecht aber... Aua. Gut. Ja, ich weiß. Mach mal hier zu. Ist zu. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es haftet nicht so richtig, ne? Ja, man muss da deckender arbeiten, ne? Man darf halt auch nicht vergessen, ne? Normalerweise diese Dinger, diese Kinderschminke, die soll ja auch nicht so gut halten. Und ich glaube auch nicht, dass das gut für die Haut ist. Ich glaube, mach mal Augen zu. Wenn ihr Kinder habt, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, vertragen Kinder diese Farben? Mir hat es damals nicht geschadet. Ich war die schönste Tigerkatze von allen. Das glaube ich. Und hatte den männlichsten Catwalk. Also das Clownweiß ist aufgetragen. Oh, sieht aber... Oh, she's glowy. Also wenn ihr das jetzt sehen könntet, das ist nicht matt, ne? Das ist richtig glowy. Und dann kommt noch ein bisschen mehr. Da kannst du noch eine richtig dicke Schicht machen. Ja, auf der Seite. Das ist ja deine Liebesseite, die sieht man ja. Mhm. Schön siehst du aus. Ja, ich sehe aus, wie ich eigentlich immer, wenn ich eine Foundation-Review mache. Sieht so aus, wie ich mich aktuell morgens fühle. Sieht richtig schön aus. Am besten finde ich auch, dass du den Bart einfach so komplett ausgelassen hast. Na, du wirst ja zu Conchita Wurst. Jetzt nehme ich hier diesen Pinsel von der Firma Brow Highlighter 8300 und gehe in eine Palette, die ich hier von Maxim bekommen habe, nämlich von Maybelline, die New Yorker Palette. Hier ist sie. The Nudes of New York. Genau, in die Farbe Explorer. Ich werde Maxim jetzt richtig schöne kleine Tigeraugen malen. Wie sehen denn kleine Tigeraugen aus? Na, so wie du gleich. Freunde, also, um euch ganz kurz zu erklären, warum wir hier auf diese Idee überhaupt kamen. Es ist ja Karneval. Wenn ihr im östlichen Teil Deutschlands wohnt, hier gibt es keinen Karneval. Also das ist für uns so, so fremd. Ich war einmal, da habe ich mein Praktikum gemacht, in Köln, 3 Wochen lang. Was hast du das gemacht? In der chirurgischen Urologie. Da hast du bestimmt vieles elendig gesehen. Hab vieles gesehen, ja. Und danach wollte ich auch kein Arzt mehr werden und jetzt bin ich YouTuber geworden. Und da war Rosenmontag und ich bin zum Hauptbahnhof am Dom gefahren in Köln und ich war so schock, weil ich das gar nicht kenne. Also klar gab es im Kindergarten immer so Fasching oder so, ne? Aber so richtig Karneval in Köln, das ist ja... Ich durfte nie eine Prinzessin sein. Du bist meine Prinzessin. Aber damals durfte ich nie eine sein. Und da war ich richtig schock. Und für uns ist Karneval wirklich hier in Berlin nicht existent. Da Karneval dieses Jahr auch so ein bisschen ja, ins Wasser gefallen ist, könnt ihr mir gerne mal schreiben, also dass ihr euch letztes Jahr verkleidet habt, beziehungsweise falls ihr doch vielleicht alleine zu Hause gefeiert habt, als was ihr dieses Jahr gegangen seid, habt ihr auch einen kleinen Tigerkatzenlook geschminkt? Hä? Wie die Zuschauer, als was die Zuschauer gegangen sind, wenn sie zu Hause geblieben sind? Naja, manche haben Zoom-Partys, Karneval-Partys gemacht. Was? Nichts. Was? Mal Augen zu, bitte. Genau, so sieht es nämlich aus. Ich wollte früher immer als Prinzessin Peach zum Karneval gehen, wurde mir aber verboten. Ja, ich habe auch so eine traurige Geschichte zum Karneval. Und das, also, wenn wir mal Kinder haben,
Das ist ja das Schöne heutzutage, es ist ja noch mal ein bisschen was anderes. Ich wollte damals zu Fasching als Hermine Granger gehen. Ich bin auch als Hermine Granger gegangen, weil meine Mutter hat gesagt, ja, mach doch, wenn du darauf Bock hast. Aber was meint ihr, wie lustig sich die anderen Kinder und die Erzieherin im Kindergarten gemacht haben? Die Erzieher auch? Ja, so, heute würde das gar nicht mehr gehen. Also vor allem hier in Berlin nicht, ne? Da kannst du ja gehen, als was du willst. Nicht, auch nicht ganz, aber da würde halt niemand mehr sagen, wenn ein kleiner Junge Maxim als Hermine Granger gehen wollte. Ich hatte eine schneeweiße Perücke, warum auch immer, wahrscheinlich hatten wir keine andere, und einen Harry Potter Mantel an. Ich war die glücklichste Maus auf der ganzen Welt. Brauchst du noch was anderes? Ich bin nicht so zufrieden wie was, immer. Was möchtest du machen? Jetzt möchte ich dir erstmal so ein kleines Dreieck malen. Warum ein Dreieck? Weil die kleine Katze, die ich beide hatte, ein kleines Dreieck. So, jetzt werde ich ein bisschen das, was ich hier so ein bisschen braun gemacht habe, wieder ein bisschen weiß machen, damit ich eine bessere Kontur Machst du mir so einen Katzenliner mit dem Weiß? Ja, das mache ich jetzt. Ja, ich glaube, das sieht sogar ganz gut aus. Jetzt würde ich hier ganz gerne deine Nase ein bisschen dunkler machen. Mhm. Ich finde, das sieht jetzt schon sehr katzenmäßig aus, oder? Ich überlege, wie ich deine Nase jetzt am besten dunkel mache. Das ist ein schwarzer Stift. Oder du nimmst den Lippenstift und malst mir die schwarze Nase. Damit macht man sich normalerweise immer die Wimpern. Dann hast du zu weit rausgedreht. Habe ich ja gesagt. Ja, auf jeden Fall, als ich damals zu der kleinen Tigerkatze geschminkt wurde, war ich zuerst ganz glücklich und dann war ich relativ traurig, weil sich alle über mich lustig gemacht haben. Warum haben sie sich lustig gemacht? Warst du keine süße Tigerkatze? Ich war eine sehr dicke Tigerkatze. Kennt ihr die Grinsekatze von Alice im Wunderland? Stellt euch die auf den Kopf vor. So traurig, wie ich war. Nein, also ich war ja kein trauriges Kind, aber so diese Kinderzeit, diese Anfangszeit damals, wo man, ja, so mit dem Geschlecht und so, das war damals schon echt bei mir mal ein bisschen komisch. Mich haben wirklich viele für ein Mädchen gehalten, wegen meinen langen Locken. Das ist wirklich... Damit darfst du nicht rübergehen, dann ist wieder weiß. Ach, ja, wieso habe ich das hier nicht gleich gekriegt? Das ist doch hier tausendmal besser. Nee, Tatsache, früher war das immer so ein Problem. So mit langen Locken als Junge, das kam schwierig. Aber das war halt damals seine Zeit. Ich meine, es krass, wie sich das aber auch geändert hat, ne? Dass das heute einfach viel, viel akzeptierter ist. Ja, das stimmt. Ich meine, ich bin ja auch schon 55 irgendwie, ne? 70. Ja, ich überlege, ob ich das hier so rübergehe. Wir haben mal dir schon mal eine kleine schwarze Katzennase gemalt. Süß, du siehst aus wie Liam. Hier ist ein Bild von Liam. Freunde, könnt ihr jetzt erahnen, was es wird? Ich glaube, das habe ich doch schon gesagt. Die Frage ist, vielleicht hast du es ja geändert. Dir ist so, es ist ja immer zuzutrauen. Ich bin abgerutscht. Ich habe es gesehen. Oh, weißt du, wie ich aussehe? Wie denn? Wie die von Black Swan. Und jetzt? Mache ich hier noch so kleine Schnurrhärchen. Mhm. Dann nimm den Stift am besten wieder. Der war aber richtig gut. Ja, blöd. Aber der ist gut. Der ist jetzt er dick. Ist gut. Miau. Bin ich eine französische Katze? Du hast ein bisschen von meinem Stift im Gesicht. Also das ist ja ein Quatsch, ne? Voll süß. Oh mein Gott. Jetzt sehe ich auch so ein bisschen aus wie Saw. Wie Jigsaw, meinst du? Da? Ja. So, und jetzt musst du das hier hoch verbinden mit der Nase. Und jetzt ist es gleich eine Katze. Es ist jetzt sehr dick, aber ist cute. Findet jetzt hier nur so zwei kleine Katzenohren, Mann. Ja. Du fühl dich frei. Was denn? Warum lachst du denn? Warum hast du eigentlich den Pinsel hinterm Ohr? Weil ich damit professioneller aussehe. It's a look. Jetzt kommen die kleinen Katzenzähnchen. Die mache ich ihm jetzt hier ran. Das ist ein Backenzahn? Das ist dein kleiner Eckzahn. Ich habe das früher überhaupt gar nicht gemocht, dieses geschminkt während zum Karneval. Ich hab's geliebt. Ja, war ja auch deine Berufung, aber ich selber, das war nicht so meins. Ich habe mich immer unwohl gefühlt, wenn... Ich habe mich immer unwohl gefühlt bei solchen Verkleidungssachen und so. Als was habt ihr euch immer geschminkt? Also ich war immer Schmetterling oder Zebra. Ich sage ja, ich wollte immer Prinzessin Peach sein und bin immer... Aber wie kann man sich denn zur Prinzessin Peach schminken? Weil ich schon immer eine Prinzessin war. Aber ich bin immer ein dickes Gespenst gewesen. Ich finde, Maxim sieht jetzt schon aus wie eine Mischung aus Catwoman und Batman. Und jetzt möchte ich aber noch die feinen schwarzen Haare hier an der Wimper ein bisschen, wie sagt man, zeigen. Machst du einen Bushy Brow Look heute? Ja, was für ein... Bushy? Ich habe jetzt gerade was ganz anderes verstanden. Nein. Schreibt mir mal in die Kommentare bitte, als was ihr früher euch verkleidet habt oder auch noch heute. Ich denke mal, einige von euch werden beim Thema Karneval zurzeit ein bisschen traurig sein. Ja, was deswegen du... machen wir heute für euch ja einfach eine lustige Veranstaltung. Deswegen haben wir uns gedacht, machen wir heute für euch ein bisschen Karneval. Ihr kleinen Jecken. Ja. Allah. Wie siehst du aus? Bist du zufrieden? Also ganz ehrlich, ich habe gedacht, das wird richtig trashig. Also es ist schon krass. Ich weiß, es ist so eine Mischung aus allem, ne? Aus Teufelchen, aus
Totenkopf. Ich liebe dich trotzdem, auch wenn du sagst, sieht schlecht aus. Nee, soll ich die Szene noch anmalen? Nee, bitte nicht. Freunde, was sagt ihr? Ihr bekommt jetzt hier einmal einen äußerst ästhetischen Beauty-Shot-Film. Ja, Freunde, ich würde sagen, das ist einmal der Look. Ich glaube, das Video eben, diese kleine Posing-Session, hat das Ganze nochmal zusammengeholt mit Effekten, mit Musik. So zusammengeholt. Ich hoffe, wir konnten euch heute so ein klitzekleines bisschen aufheitern und unterstützen. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Schaut auf jeden Fall bei Danny auf seinem Kanal vorbei. Da findet ihr ganz, ganz viele Videos von mir und ihm. Und falls ihr es noch nicht habt, gönnt euch die Bücher, Freunde, wirklich. Diese Version von dem Buch wird es auch so lange nicht mehr geben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da einfach vorbeischaut. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Und wir sehen uns beim neuen Video hier auf meinem Kanal. Es hat mich sehr gefreut, hier zu sein. Tschüss.